Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, wo wir unser wundertolles neues Wohngebiet erschlossen haben. Wo mal Industriegebiet war. Aber unser Bodenverschmutzung ist, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder ein bisschen besser, oder? Wo ist Verschmutzung? Post-Ember Parkpflege. Parkpflege. Oh mein Gott, es gibt so viel Dinge. Straßeninstandsetzung. Ach du Schande. Oh cool, da habe ich ja richtig Bock drauf. Geländehöhen. Ja, das ist schön. Freizeit, Naturrohstoffe. Lärmbelastung, Feuersicherheit. Ist das Müll? Hey, gab's keine. Ach, doch, da ist Verschmutzung. Ja, ihr seht hier noch so ein bisschen Restverschmutzung. Oh mein Gott. Ignoriert den braunen Fleck hier oben und den da. Trinkwasserverschmutzung ist nicht mal so schlimm, weil es alles außerhalb von unserem Ding ist mittlerweile. Weil die andere Kacke weggelaufen ist. Hier so ein bisschen Bodenverschmutzung, aber ist okay. Es ist nicht so dramatisch. Außer, dass wir noch mehr Industriegebiet jetzt bauen und es dann natürlich noch schlimmer wird dadurch. Aber erzähl's keinem. Erzähl's einfach keinem. Können wir da noch... Nö, können wir nicht. Schade. Irgendwas ist hier schon wieder eingestürzt, kaputt. Feine Mode verlassen. Ja. Weg damit. Und ihr habt nicht genug gebildete Arbeiter. Oder was? Was genau macht ihr? Das sind auch wieder so. Das hier lasse ich jetzt stehen. Umweltfreundliche Firma. Das ist eine umweltfreundliche Firma. Da liegt noch Baumüll rum. Naja, ich hinterfrag's nicht, ne? Arbeit in der Erzindustrie. Wie sieht es aus? Okay, wir haben nichts in... Ja, irgendwie... Okay, wir haben Metall... Okay, wenn wir Metalle verkaufen, dann läuft das. Okay. Also Metalle, wenn wir die verkaufen, dann ist auch gut. Das ist schon mal gut. Ja, was das Wohngebiet hier angeht, ne? Ich will hier halt hier Wohngebiet draus machen, ne? Ja, wir brauchen gar kein Wohngebiet gerade. So traurig, dass wir kein Wohngebiet brauchen. Ich hätte trotzdem zumindest ein paar Häuser mal aktiviert. In der Hoffnung, dass sich das zuwächst hier. Ich glaube nicht, dass das genug Nachfrage ist hier unten gerade. Wir können natürlich hier sowas auch reinbauen. So ein bisschen random Gewerbegebiet. Aber... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir bauen hier auf jeden Fall hier Hüpfburg. Ja, wir bauen hier auf jeden Fall einen Hüpfburgpark. Das ist wichtig. Das eine Haus, das hier steht, Alter. Auf jeden Fall ein Karussellpark. Das ist wichtig. Jeder muss mal mit seinem Leben mit einem Karussell fahren, ja. So. Was labert der von einer Roboterinvasion? Ja, das ist nicht so wichtig. Ein botanischen Garten. Eine Anglerinsel. Genau, hier können wir noch bestimmt eine Anglerinsel hinmachen. Die ist doch bestimmt. Ich weiß nicht, das ist,
semi-geil, glaube ich. Hier wäre das geil. Ne, ich glaube, die Anglerinsel machen wir da vorne. Die will ich exklusiv da vorne haben. Ja, einen großen Spielplatz auf jeden Fall. Hier so vielleicht. Macht die hier drüben auch glücklich. Bin ich auch froh drüber. Ein Hundepark finde ich auch wichtig. Familien mit Hund und so. Ein kleiner Spielplatz hier noch außen vielleicht noch irgendwie. Ah, mindestens 3 Spielplätze pro Ding. Ja, hier noch ein Spielplatz. Und wir brauchen auf jeden Fall noch, keine Ahnung, ein Job. Ja, genau. Das, oh ja, das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ein Geburtstagsplatz. What the heck? Ah, ja, ein Basketballplatz wäre schon ganz cool. Tatsächlich hier noch irgendwo so am Rand. Macht die hier drüben auch noch glücklich. Guck mal. Parkgebiete. Ja, gut, der hier drüben ist nicht so happy. Die ganze hier außen. Oh, ein Parkplatz. Jeder wollte schon unbedingt mal einen Parkplatz haben. Gönnt euch. Hier können wir auch noch Parkplätze hinbauen. Oh, geil. Dekoriert. Boah, mehrgeschossiger Parkplatz. Aber da passt ja nicht hin. Aber ein großer Parkplatz passt hier hin. Guck mal, er macht die alle glücklich. Geil. Parkplatz ist der neue Shit. Ja, ihr seid nicht so glücklich. Aber guck mal, bei euch können wir doch so einen fetten Brocken hier hinsetzen. So ein Parkhaus. Hä, hey, auf jeden Fall. Das ist dekorativ. Ja, du. Ein Parkhaus in einem Industriegebiet macht Sinn. Hätte ich schon gesagt. Und irgendwo ein Parkplatz hier hinklatschen macht auch Sinn. So. Damit arbeiten wir einfach. Die Parks sind eigentlich, die passen hier überhaupt nicht rein. Wobei so ein bisschen grün. Naja, das ist nicht mehr grün. Ganz ehrlich, das ist nicht mehr grün. Das ist nicht mehr grün. Das ist einfach nur, das ist einfach die größte Verschwendung an Park, die ich je gesehen habe. Aber es haben Touristen haben das besucht. Wieso haben das Touristen besucht? Diesen Park. Da gibt es so viel schönere Parks bei uns. Hier, geh auf den Friedhof, der ist schöner wie der Park da drüben. Oder hier. Ich weiß es nicht. Oh Gott, die Wasserrohrlage ist ja hier. Okay, pass auf, ich muss das. Die Wasserrohrlage ist hier eine mittlere Katastrophe. Da an kann man arbeiten. Na, ich muss da noch mal ein Querrohr legen. Vielleicht kann ich das wirklich so machen, dass ich das hier hinlege. Und das hier dann quer verbinde. Wunderschön. War toll, was ich hier mache gerade.
Wunderbärchen, diese Wasserrohre hier. Ja, nö. Ja, irgendwie effizient ist da jetzt nichts mehr. Egal, ich lieg einfach nochmal quer. Oh, was soll's. Schwör weh, du hast keinen Wasseranschluss hier in das Haus nachher. Dann krieg ich aber echt eine Krise. Wundertoll. Gut, dass man das nicht sieht. Aber ihr habt alle Strom und es sind wunderschöne kleine Häuschen. Ja, das ist... Genau das wollte ich. Ja, hier ist so ein bisschen größeres Doppelhaushälfte. Auch gut. Irgendwer ist krank hier schon wieder. Alter, das Haus ist... Die Walnussresidenz ist gerade neu gebaut. Direkt krank. Die hat wahrscheinlich ein Bein gebrochen. Beim Reintragen von Möbeln oder sowas über die Treppe gestolpert. Okay, Verkehrsfluss ist hier gut. Hier drüben... Ja, eigentlich auch noch nicht so schlecht. Ich bin erstaunt, dass diese kleinen Straßen bis jetzt reichen. Ich wusste, dass es ist... Oh Gott. Oh, die Autobahn. Das ist die schmale, oder? Das ist die dreispurige. Ja, das ist die dreispurige. Wir brauchen natürlich eine... Ja, wir müssen, glaube ich... Hier haben wir eine vierspurige Autobahn. Das ist gar kein Problem. Aber wir sollten vielleicht... Gut, hier... Hier läuft das alles noch flüssig, ne? Aber hier die Kreuzung, ne? Ja, ich glaube, wir müssen die upgraden. Wir müssen die Autobahnkreuzung upgraden. Autobahn. 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 Alle. Ich möchte alle. Danke. Vierspurige mit Lärmschutzwand. Hier vierspurig. Oh nein, das funktioniert nicht. Ja. Pause it, pause it. Na, ich muss die echt hier. Wenn ich die vierspurig machen will, muss ich die echt. Das nervt mich ein bisschen. Ich glaube, ich mache die bis hier hin vierspurig. Und hier... da muss ich auch die Straßen nochmal wegreißen. Okay, es liegt an der Schiene. Das nervt natürlich. Ich bräuchte eigentlich gar keine Lärmschutzwände, oder? Das ist Verschwendung, Lärmschutzwände hier zu bauen. Okay, ich muss diesen letzten Typ auch nochmal wegmachen, tut mir leid. Oh, komme ich da nicht durch oder was? Ich komme hier nicht durch. Einfach nur eine Erdfahrt hier. Okay, kann ich das... Warum ist das hier eigentlich eine... Das Schlimmste aller Zeiten. Was? Ah, nee, das war das Falsche. Hilfe. Bloß nicht. Ich möchte schon eine Autobahn haben. Wobei es hier nicht Sinn macht, macht es eigentlich Sinn, dreispurig zu machen. Erstmal lassen. Dreispurig, ja.
Und hier mache ich dann auch eine Abfahrt natürlich in dreispurig. Hier so. Da kann man dann abfahren, wenn man möchte. Und dann brauche ich noch diese hier natürlich. So, hier mal vierspurig. Hier machen wir vierspurig. Ich möchte aber... So, ich mache hier ohne Lärmschutzwände, oder? Vierspurig. Ja, ich mache da ohne Lärmschutzwände, ganz ehrlich. Oder wir machen die hier nicht mal vierspurig, sondern nur dreispurig. In der Mitte, dass die sozusagen geradeaus fahren und die hier eine Auffahrtsspur haben. Wäre natürlich eine Option. Das hier brauche ich auf jeden Fall vierspurig. Das brauche ich vierspurig. Ich glaube, das hier mache ich. Das ist so eine Art Auffahrt und eine Abfahrt hier dann. Okay. Ja gut, das hier braucht sowieso gerade noch keiner. Aber das könnte ich vielleicht gleich so machen. Nein, das hier war eins zu viel. Das hätte ich gern ein Ding hier. Ich kann da vielleicht auch noch eine zweispurige Einbahnstraße machen, aber erstmal mache ich hier. Oh, ich habe da glaube was kaputt gemacht gerade. Okay, da bleibt es dreispurig. Wer da einen U-Turn machen muss unbedingt, der muss dreispurig agieren. Und dann brauche ich hier jetzt wieder das hier. Und dann muss ich hier natürlich... na, da in der Mitte geht es nicht. Dann mache ich das so. Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Jetzt habe ich auch wieder die mit Lärmschutzwand genommen, ne? Ah, ne, das ist die ganz normale, okay. So, dann brauche ich hier noch eine Abfahrt. Ja gut, da ist ein bisschen ein doofer Knick drin, aber was soll's. Hauptsache, wir können auch mal... ne, wir sollten nicht weiterlaufen lassen. Actually, bevor wir das ja noch nicht drin haben. Wir sollten hier das auf jeden Fall noch machen. Ja, Gefälle zu steil, war klar. Muss ich hier das auch so machen? Ja, ich muss euch natürlich noch umkehren hier. So, und dann muss ich hier noch diese wundertolle Abfahrt hin machen. Nein, hier. So, dann haben wir das vierspurig gemacht. Gucken wir mal, ob das hier den Verkehr ein bisschen entzerrt. Hier drüben auch, sollte das hier eigentlich, das hier sollte eigentlich auch schon helfen, dass es hier nicht einspurig wird zwischendrin. Also die Abfahrt oder die Weiterfahrt. Klar, hier die Spur, die sie natürlich am meisten benutzen, ist noch einspurig, ja. Aber das, der abgeleitete Verkehr hier drüben, ich könnte theoretisch hier auch noch so eine Zusatzausfahrt machen, ne? Einfach mal so zusätzlich. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ja, das ist ein bisschen doof. Weil es mir zu nah hintereinander dran geht. Dann mache ich hier vielleicht nochmal eine vierspurige draus.
aus dem Stück hier. Und aus dem Stück hier. Und da haben wir sozusagen eine Auffahrtsspucke generiert. Hier gleich noch ein Stück weiter. Dann können die hier sich zusammenfädeln vor der Brücke. So, auf der Brücke dreispurig. Und hier drüben kann es ja dreispurig weiterfließen. Da habe ich ja kein Problem mit. Oh, der staut sich. Das ist ja natürlich das, was ich jetzt nicht wollte, ne? Dann muss ich vielleicht hier doch noch dreispurig lassen. Und da vierspurig. Oder war es jetzt nur der erste Schwall, der kam an den Fahrzeugen? Das gefällt mir auch nicht. Es muss auf jeden Fall... Ne, dreispurig reicht wahrscheinlich. Aber ich muss das so machen, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Oder ich mache direkt die Abfahrt hier. Dreispurig. Ne, ich glaube, ich mache die... Mache ich hier noch ein Ministückchen vierspurig. Hoffentlich funktioniert das. Hier funktioniert es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ist so nervig. Dreispurig. Ja, da funktioniert es. Okay. So, das hier ist im Prinzip eine Abkürzung. Ich weiß aber nicht, ob das so clever ist, die Abkürzung zu haben, aber das sollte hier den Verkehr ein bisschen... Also... Genau, ich habe da halt Angst, dass die hier bremsen müssen, dadurch, dass hier der Verkehr kommt. Ich weiß auch nicht, warum sollte hier Verkehr rausfahren? Ist da hier noch irgendwo eine Kreuzung? Nö. Warum ist keine Autobahnkreuzung mehr? Nö. Der Verkehr, der hier rüber fährt, ja, über diese Strecke hier, fährt einfach nicht in unsere Stadt rein. Literally. Er fährt einfach nur an der Stadt vorbei. Das hier fährt alles in die Stadt rein. Eigentlich sollte diese Spur auch nicht benutzt werden müssen. Wobei hier ist, glaube ich, nochmal... Ja, genau. Hier ist theoretisch noch die Wendemöglichkeit. Das heißt, theoretisch kann da jemand hier, wenn das so doof ist und nach oben raus will. Ja, nach oben auf der Map. Dann könnte er hier wenden und hier... dann nach oben fahren. Also es macht dann noch mal Sinn, dass der hier lang fährt, nach oben. Ja, er zum Beispiel. Er kommt jetzt von drüben. Entweder ist er einfach nur an der Stadt vorbeigefahren oder ist da, hat er drüben gewendet. Das weiß man nicht so genau. Okay, hier, das hier läuft auf jeden Fall ein bisschen flüssiger. Hier ist Stau. Weil es dreispurig ist. Okay, ich mach da auch vierspurig draus. Ich glaube, die Autobahnen sind wirklich eine Sache, die wir dann wirklich vierspurig machen sollten. Ja, hier ist halt, hier ist ab da ist dreispurig, ja. Hier siehst du auch ab dreispurig, da staut sich's. Die Brücken würde ich ganz gerne erstmal dreispurig lassen. Hier kann man, hier kann ich nicht vierspurig machen. Was kostet das Ding zu versetzen? 18.000. Okay, das ist mir nicht wert. Aktuell eine vierspurige Straße ranzuziehen, wegen dem. Gut, dann würde ich sagen, die Folge ist auch schon wieder viel zu lang, ja. Ich mache noch mal ganz kurz ein bisschen mehr Industrie hier. Scheinbar haben wir einfach so viel Bedarf an Industrie. Ich glaube es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen. Also, wohin? Warte mal. Ich muss ganz kurz die Gebietsinfos sehen. Erzindustrie ist hier, also kann ich hier noch normale Industrie machen. Gut, machen wir hier drüben noch normale Industrie hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht noch einen zweiten Bahnhof hier anbaue oder sowas. Weil der Bahnhof, der läuft schon, glaube ich.
Also da laufen die Züge schon durch ordentlich. Das hier ist halt nicht ideal, wie er steht. Das gefällt mir noch nicht hier. Ich sollte hier extra Gleis machen und dann hier ein extra Gleis. Okay, das ist das, was ich wichtig finde jetzt. Der fährt rückwärts wieder raus. Interessant. Das ist ein Personenzug hier. Und der kann wunderschön an allem vorbeifahren, was die Industrie angeht. Das ist das Ziel gewesen von dem Ganzen. Hier ist so noch so eine... Ja, hier ist noch eine coole Stelle eigentlich, ja. Also es ist eine geile Junction, aber ziemlich nervtötend. Du kannst hier zwar dran vorbeifahren aneinander, also hier kannst du hier außen langfahren, so wie er es gerade macht. Einfach dran vorbei an allem. Wo fährt der jetzt hin? Fährt er hier ins Lagerhaus oder so? Was fährt überhaupt ans Lagerhaus? Ne, der ist jetzt einfach nur durchgefahren, okay. Gut, ich würde sagen, nächste Folge, wir gucken mal. Vielleicht können wir unser Mini-Wohngebiet, wo ist Stromausfall? Ach so, wahrscheinlich irgendwo hier so. Ja, ein Spielplatz wahrscheinlich. Gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, haut rein. Ciao!